Moin Leute, wie geht's euch? Ich bin Tane wieder hier, darf euch zum nächsten Video auf diesem Kanal begrüßen. Wie ihr im Titel bereits lesen könnt, geht's heute um mein Team, was ich gebaut habe und um welche Karten ihr während dem OTW-Event investieren solltet, welche Karten steigen werden. Und ja, nochmal, die letzten Tage kam kein Video und kein Stream, das lag daran, dass mein Mikrokabel, also das Kabel von meinem Mikrofon, ein Mikrobruch hatte. Wir haben uns ein neues gekauft, wie ihr sehen könnt, es funktioniert jetzt. An alle, die das verstanden haben, danke für eure, naja, keine Ahnung, was man sagt. Beende ich jetzt ja auch wieder. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem Video. Macht die 20 Likes für euch. Viel Spaß und los geht's. Okay, Leute, jetzt kommen wir zu meinem Team. Ich zeige euch das. Ja, ich bin wirklich so überwürdig. Ich zeige euch das jetzt einfach nicht so wie bei Trading YouTube, als ich immer Spieler für Spieler rein tun. Ich zeige euch das einfach und scheiß drauf. Komm, mein Team. Hey. Hier ist mein Team. Kurz zu Bravo habe ich einfach genommen, weil ich den Verein hatte. Aber ich sag ehrlich, der hat mich so oft gerettet. Das ist geisteskrank. Mein Team. Könnt ihr das hier sehen? Achraf ist gezogen. Hakimi super die gemacht. Das Ding ist, ich habe versucht, viele Spieler zu holen, die auch bis zur ersten Wert steigen können, als laufendes Investment. Kimpembe wird hochgehen wegen den Perfect Links allein. Eda wahrscheinlich, weil man in der Liga nicht so viel an zu spielen kann. Valverde wird ein bisschen runtergehen. Ich habe auch eine 35k geholt. Aber ich glaube, er wird anscheinend mal wegen Kamavinga. Muss man gucken, wie sich der Markt verhält. Offensive Digga, Luzano 2k. Wo sind wir gelandet? Ich mache 50k Starter-Team wieder oder 100k. Alle so, Luzano kostet so viel wie das Team. Was redet ihr? Mertens geisteskrank gut. Hier habe ich auch Joao Felix gespielt. Ich habe gespielt, weil ich habe gestern Depay gezogen. Bisher kann ich noch nichts zu Depay sagen. Alex Moreno macht stabilen Job. Ich würde sagen, mein IV ist geisteskrank gut. Und mit Achraf manchmal, ne? Ich laufe einfach durch mit Achraf Hakimi. Ich laufe einfach durch, niemand kommt hinterher. Er hat so einen krassen Antritt, das ist geisteskrank. Hier auf der Bank habe ich so viele Leihspieler wegen Teamrating für die 100k Packs, damit ich sie kriege. Und ja, Verbesserung, wie ich es verbessern soll, ich weiß nicht. So, man kann es verbessern. Ist klar, ist einfach, wie man jedes Team verbessern. Nur ich weiß nicht, wie genau ich verbessern soll. Ihr könnt immer reinschreiben, ich will wahrscheinlich, glaube ich, eher die Offensive verbessern. Vielleicht ein Elfer, okay, Torwart auch. Aber vielleicht ein Elfer, aber eher will ich die Offensive. Könnt ihr mal reinschreiben, wie. Zwar finde ich die Offensive geil, aber besser geht immer, sage ich wieder. Ja, das war eigentlich auch alles zu meinem Team. Perfekt. Das war auch alles zu meinem Team, oder wollte ich noch irgendwas sagen? Nee. Oder doch, hier könnt ihr Joao Felix noch sehen. Okay, das war alles zu meinem Team und dann kommen wir jetzt zum Investment Talk, kann man das so sagen? Ja, dann bis, okay, für mich gehen, ja, okay, bis, ja, hier Investment Talk. Okay, Leute, jetzt kommen wir zu den sehr komischen Investment Talk, wie ihr, an alle ehren Zuschauer, die wissen, hier war ich letztes Jahr auch immer, wie heißt die Seite? Cheapest Player by Rating. Und ja, und hier können wir sehen, was so die billigsten Spieler sind, deswegen kommen wir direkt dazu, in was ihr investieren müsst. Was ihr sehen könnt ist, 83er kosten nicht mal 1k, ich sag so, wie es ist, Abschluss 83er. Wekors, Quatsch, ihr müsst oft viele selten abgeben, Wekors Quatsch, welche Non-Rares wollt ihr nichts mit. Könnt ihr zwar mitnehmen, aber nein. Immer seltene, was ich euch empfehlen würde, ist Non-Rare, 83er Top 5 liegen, 700 werden den OTW Reward snipen im Verein lassen. Lasst ihr im Verein, holt ihr verschiedene, lasst ihr im Verein, wenn SBCs kommt, habt ihr sozusagen im Verein und nicht unnötig auf eurer Transferliste, weil, was ich versagen muss bei den Karten, dauert es anzusteigen. Was ich noch nicht im Video gesagt habe, Ronaldo, okay, POTM Auswahl, Player of the Month Auswahl ist gerade. Man kann, glaube ich, so Ronaldo, Salah, so Pleotem, es wird wahrscheinlich Ronaldo, weil jeder Ronaldo wird, es werden dann nochmal viele SBCs kommen, auch während OTW werden auch OTW-Packs und so kommen, 83er können da hingegen ein bisschen gut anstrengen, aber ich glaube, die werden nicht jetzt auf 2k die ganze Zeit bleiben, wenn die SBC kommt, steigen die im Hype an, dann sinken die wieder. Also ihr könnt ihr einen Verein voll machen, deswegen versucht auch auf gute Liga zu achten, geht hier einfach, ich sag ehrlich, wegen den Leipzig und versucht ihr für Abschlusspreis zu snipen, 700, wenn nicht 800, macht ihr, ihr macht gar nichts falsch mit, sag ich so, wie es ist, die Preise sind gottlos gerade. 84er, ich glaube unter 1k, holt euch die, unter 1k, 1,5, macht ihr auch nichts falsch mit, was ich darauf achte, was ich euch versuchen will zu sagen, ist nicht eine Karte so oft holen, geht in verschiedene Karten rein, macht euren Verein voll und dann irgendwann, wenn die Zeit reif ist, die SBCs kommen, könnt ihr die weghauen, 1,5, okay, aber versucht lieber ein bisschen runter zu gehen, 85er unter 3k, ich sag euch so, wie es ist. Am Ende, hier, Birthday-Zeit, FIFA. Die haben alle 10, 12k gekostet. Holt euch Karten, verschiedene, und dann macht ihr Coins. Warum? Ihr macht aber Coins. Was soll ich sagen? Warum? Die werden ansteigen. SBC-Futter heißt, die Karten steigen an, wenn SBCs kommen. Und SBCs werden im Laufe des Spiels kommen. Warum? Es gibt EA-Content, es kommt zu neuen Events. Neue Events kommen, weil neue dann Pay-to-Win-Spieler Packs öffnen. EA macht Geld. Es werden Packs kommen. Deswegen lagert die in eurem Verein. Ihr müsst mit denen ja, wie gesagt, nichts machen. UV könnt ihr reinstellen, aber nein. Lasst ihr im Verein, wenn SBCs kommen, sagt ihr so, oha, ich hatte ja welche. Könnt ihr dann für die SBCs benutzen oder ihr casht out. 86er unter 5k, das ist geisteskrank. 87er unter 8k, würde ich sagen. 88er
Ich glaube, die brauchen noch sehr lange, würde ich mich einfach noch fernhalten. Wenn ihr welche im Verein habt, würde ich die, glaube ich. Ja, weiß nicht, was ich machen würde. Ich glaube, ich würde die eher noch lassen, außer ihr macht was mit den Coins, aber so. Ja, erstmal hier. Ich würde maximal bis 87 gehen. Was auch man machen muss, glaube ich, bei OTW muss man nicht Goldimpfung abgeben, aber vielleicht bei Ronaldo POTM, weil man kann sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass Ronaldo POTM kriegt. Kann ich hier kurz zeigen. Apply Filter. Ich kann auch gleich auch mal Ronaldo zeigen. Informs. Abschlussinform kann man sich auch holen. Top 5 liegen zum Beispiel so ein Smith Wow. Wow. 81 Rating, Abstoß. Sowas könnt ihr euch holen, wenn ihr ihn für Abschlusspreis auch kriegt. 9.900. Einen mitnehmen, mehr nicht. Sag ich so, wie es ist, Leute. Nicht so viel am Anfang in Investments reingehen. Nur wenn ihr die Coins übrig habt. Aber was ich euch sagen wollte, ist in den jetzigen Team of the Week Radetzky. Wenn ihr den für ein bisschen billig kriegt, nehmt ihn euch mit. Nehmt ihn euch mit. Bundesliga. Och, okay. Ich glaube, die Nation ist nicht so bekannt, nicht so. Ne? Aber Radetzky könnt ihr euch mitnehmen. Bundesliga 13-2-5. Und er hat noch ein TDW, das wird auch noch gut sinken. Wenn ihr einen unter 10k kriegt, gottloser Preis. Und ja, Thiago Silva war auch gut, schon ein bisschen angestiegen. Ja, das war es, glaube ich, auch nochmal zu Informs. Jetzt zeige ich euch nochmal kurz das mit POTM. Leute, bevor wir zu nochmal POTM kommen, muss ich euch noch was zum Markt sagen. Der Markt verhält sich zurzeit sehr komisch. Ich weiß, aber ich habe auch gar keinen Plan. Ich kann null einschätzen, wann das Video rauskommen wird. Aber ich kürze kurz eine Marktschluck noch so ab, weil ich nehme das Video jetzt am 30.09. um 10 Uhr auf. Ich weiß nicht, also ich auf jeden Fall werde ich das nicht mehr heute zu Ende schneiden. Jetzt wieder Markt sich verhält. Wir gehen mal hier kurz auf eine Metakarte. Kimpembe. Kimpembe war extinct. 50k. Ist jetzt wieder ein bisschen. Ja, okay, ist Quatsch mit ihm zu machen. Wartet kurz. Irgendeine gute Karte, die ein bisschen. Wir nehmen keiner, der extinct war. Hier, GG. GG Wijnaldum. GG Wijnaldum, könnt ihr sehen, war heute auf 27, auf 20k gesunken. Und das Ding ist, es beginnen jetzt schon die Panikverkäufe. Und es ist gerade mal Donnerstag, es beginnen jetzt schon die Panikverkäufe. Jetzt in der Nacht, glaube ich, eher weniger. Aber morgen wird es mit den Panikverkäufen auch noch weitergehen. Wenn Leute sich fragen, was soll ich mit Spielern machen, ob ich investieren soll, in solche Karten wie GG und so. Oder ich würde eher gesagt, glaube ich, in GG und so könnt ihr auch investieren. GG Wijnaldum, aber ihr könnt auch versuchen, in so welche Karten wie die investieren, die safe zuerst wieder ansteigen. Wie zum Beispiel Marcus Rashford, der wird zu 100% ansteigen. Wir können uns mal seinen Graphen angucken. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Daily Graph. Okay, der ist noch nicht so. Oder hier könnt ihr sehen, er war 165. Jetzt 168 so. Und er wird wahrscheinlich wegen Lightning Rod nochmal zu sehr wenig zu kriegen sein. Zum Beispiel hier. Hakimi. Bei Hakimi, wenn Leute fragen, soll ich in Hakimi reingehen, ist es schwer einzuschätzen. Hakimi 160, aber Extinct kriegt nur 160 zu. Man könnte reingehen, er wird auch OTW kriegen, aber ich glaube, ich würde meine Finger davon weglassen. Aber wie gesagt, was ich euch versuchen will zu sagen, wenn ihr investiert, geht auf Karten zu, die bis zur ersten Welle ansteigen. Dafür braucht ihr, wie gesagt, auch mehr Coins, aber ja, ihr müsst in solche Karten investieren, weil so welche Low Budget für Alonso maximal lohnt sich alles nicht mehr. Der Supply wird hoch, es werden viele Packs geöffnet, deswegen lohnt es sich nicht mehr, in solchen Karten zu investieren. 83er, 84er gehen, finde ich dann noch. Kimpembe, da, wenn ihr einen einpacken wollt, könnt ihr machen, aber ist ein bisschen mit Risk verbunden, weil da muss man das Potenzial wissen, wie er bis zur ersten Welle ansteigt. Wir gucken, ob man hier noch einen finden kann. Messi, sagen viele, will komplett hochgehen, aber da nicht. Aber hier ist der Mann, Joe Gomez würde ich investieren. Da wird Joe Gomez auch jetzt in den nächsten Tagen oft gezogen. Wegen Supply als 80er Rating. Er wird jetzt nicht so oft gezogen wie in Alonso Maximum, aber er wird oft gezogen. Aber es wird eine Karte sein, die bis zur ersten Welle ansteigen wird, weil die in der Premier League komplett linkt. Da wird die nach der ersten Welle wahrscheinlich fallen, aber bis zur ersten Welle wird die komplett ansteigen. Also könnt ihr die euch hochholen. Versucht euch ehrlich für eine Lightninger und die für 35k zu snipen, wenn es zu billig ist. Ich schätze mal, dass ihr für 35k reinkommen könnt, könnt ihr euch doch so Joe Gomez mitnehmen. Achtet, wie gesagt, auf Karten, die bis zur ersten WL ansteigen, wenn ihr investieren wollt. Wollte ich das nochmal kurz sagen, bevor mich wer fragt. So, haben wir jetzt SPC-Footer-Investment, Metakarten, Spieler-Investment. Wie gesagt, Low-Metakarten, die werden auch jetzt komplett droppen, weil der Supply so hoch ist. Und jetzt zeige ich euch nochmal kurz, Leute, jetzt kommen wir zu das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Hier, POTM, Vote. Das sind Saar, Son Maximilian, Salah, Joao Cancelo, Cristiano Ronaldo, Rüdiger. Rüdiger würde ich, glaube ich, so an sich so fallen, weil Rüdiger cooler Typ ist, aber es wird zu 100% Ronaldo. Wenn man alle nicht wussten, was wird, wer zur also Auswahl steht, ist das hier. Und erstes OTW ist das hier. Jetzt könnt ihr entscheiden, ob ihr euer OTW-Pack öffnen werdet. Es wird morgen, glaube ich, 19 Uhr kommen. Ich werde meins öffnen.
Bei mir waren die Key-Spieler so Cristiano Ronaldo und Hakimi. Warum? Ich habe Hakimi gezogen. Wenn ich ein OTW ziehe, kann ich meinen verkaufen. Wie gesagt, ob ich Hakimi OTW ziehe, das ist die Frage. Aber ich war für mich nicht so. Ich habe auch versucht. Ich habe gehofft, dass Hakimi den OTW, ersten OTW ist, weil ich da mein Pack ziehen will. Also werde ich wahrscheinlich morgen mein Pack öffnen. Schreibt mir in die Kommentare rein, was ihr macht. Und ja, Leute, das war es eigentlich auch so gut wie mit dem Video. Alle, die hier noch da sind, danke für euren Support. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt noch wegen des OTW-Event, schreibt es in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, Peace out, Anus raus.